Der Fußball-Zweitligist VfB Stuttgart hat möglicherweise bald einen Tübinger Präsidenten. Denn der Osiander-Chef Christian Riedmüller ist einer der beiden Kandidaten, die der Verein auf der Mitgliederversammlung am 15. Dezember zur Wahl stellen wird. Sein Gegenkandidat ist der in Nürtingen geborene Unternehmer Klaus Vogt. Auf der offiziellen Website des Fußballvereins erklärte Riedmüller, der VfB sei für ihn eine Herzensangelegenheit. Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer meldete via Facebook, er drücke Riedmüller alle Daumen.